Sie kennen bereits die Theorie hinter dem NEA-basierten Matching von regulären Ausdrücken. Und wir gucken jetzt in dem Video einmal an, wie das in der Praxis in Java aussehen würde und spielen damit ein bisschen rum. Das Pattern Matching in Java wird durch die Pattern-Klasse realisiert. Die finden Sie, wie Sie sehen, in java.util.regex in dem Package. Also die nehmen wir einfach mal und gucken uns mal an, was die so bietet. Und die bietet zum Beispiel so eine Matches-Funktion, eine Matches-Methode. Diese Matches-Methode bekommt als Input einmal einen regulären Ausdruck, einen Regex und einen Input. Die wählen wir einmal aus, überlegen uns einen einfachen regulären Ausdruck, zum Beispiel so was wie A-Stempel. Also was ganz Einfaches, wie Sie es auch aus den Theorievideos kennen. Und den Input, den wir dagegen matchen möchten, nehmen wir erstmal ein Beispiel, was auch passt. Also zum Beispiel drei A's und ein B. Ergebnis dieser Methode ist ein Boolean und die geben wir einfach mal aus, damit wir auch was sehen. Also gehen wir einfach mal auf der Konsole aus. Und gucken, ob das so funktioniert, wie es soll. Und wir sehen, das Ergebnis ist true. Das heißt, diese Matches-Methode hat tatsächlich true geliefert, weil das eben darauf passt. Das Pattern Matching ist in Java auch automatenbasiert. Wenn Sie dann in die Doku gucken, finden Sie auch den Hinweis auf einen NFA, also auf einen nicht-deterministischen endlichen Automaten. Wenn wir das ganze Pattern jetzt ein bisschen ändern, zum Beispiel zwei Bs hinzufügen, gucken wir mal, was dann passiert. Das dann immer noch dem Pattern entspricht. Und dieser Input spricht jetzt nicht mehr dem Pattern, weil wir am Ende zwei Bs haben statt nur ein B. Das ist soweit gewollt. In Java ist es nämlich so, dass diese Matches-Methode, dass die den gesamten Input, der hier steht, auch wirklich auf den regulären Ausdruck matcht und nicht nur irgendwie einen Teil davon. Ändern wir das jetzt mal auf A Stern, B Stern, das Pattern, dann sollte es wieder funktionieren. Starten das einmal und sehen, Ergebnis in dem Fall true, es funktioniert also wieder.